Niklas, fertig gespielt. Konzentration. Okay. Wie viel sind 3 cm als Bruch in Meter? Das geht gar nicht auf. Ah ja. Wegen Bruchrechnen ist es quasi so, gell? Also das ja. Solltest du wissen. Also, was sage ich? Ich habe wirklich keine Ahnung. Schade. Schauen wir mal weiter. Wie viele Minuten sind 1 Zweitel Stunde plus 1 Sechstel Stunde? Wie viele Minuten sind 1 halbe Stunde? Das wäre 30 Minuten, also die Hälfte von einer Stunde. Und dann quasi 1 Sechstel von einer Stunde. Wenn sie 60 Minuten hat, wären ja 10 Minuten. Und das wären 40 Minuten. Hey, das stimmt. Stimmt, aufs Loch. Aufs Loch. Wie viele Quadratmeter hat eine Aare? Eine Aare? Ja, Aare hat es heavy vergessen. Also das sind 10 auf 10 Meter. 10 auf 10 Meter, ja. Also 100 Quadratmeter. Okay. Nicht so okay. Welcher Strecke entsprechen 2 cm auf einer Karte im Maßstab 1 zu 10'000? Dann quasi ist es reduziert auf ein 10'000stel vom Ganzen? Ja. 20'000 Kilometer, wenn ich so. Hä? Nein, 2000 Kilometer. Puh. Nein, warte mal schnell, das wäre viel zu weit. 600. Ich würde sagen 2 Kilometer. Bist du am Rechnen oder am Raten? Die Lösung ist 200 Meter. Wie wird der Bruch 20 Hundertstel gekürzt? 20 Hundertstel. 5, dann 11. 4. 2 Zettel. Ganz kürze? 1 Fünftel. Richtig. Stimmt das voll? Ja. Crazy! Hey. Langsam kommen wir wieder ins Bruchrechnen rein. Ein bisschen zu langsam. Wie viel sind 5 Milliliter als Bruch in Deziliter? Wenn ich das jetzt mit meinem Nachhilfelehrer anschaue, wäre mir doch wieder alles klar. Nein, schau, Nicola, du musst das so anschauen. Ah, natürlich. Also, 1 Deziliter hat ja 100 Milliliter. Also sind 5 Milliliter 500stel. Also 500stel. Und das jetzt noch kürzen. Man hört auf 400stel, auf 300stel, auf alles von 100. Niklas, das sind ganz andere Zahlen. Es ist 1/20. 1/20, das kann man nicht mehr kürzen. Jesus. Ha. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Was meinst du? Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass ich vielleicht so mit einem 3 oder mit einem 2,5 oder so. Doch, ein 3,75. 3,75? Wenn ich mich jetzt dahinter setzen könnte ich einen 4,5 arbeiten, wenn ich jetzt wieder mal aufziehen mache. Ich würde sagen, ab in die Nachhilfe.